So, die liebe süße Bianca, der kleine Schäferhund, der Schäferhund mit den kurzen Beinen, kommt nun, oh, die Hündin Maga. Genau, oder ängstliche Augen. So, auch ein kleiner Wurm. Kleine Maus. Mager, Rasse Mischling, klein, circa 7 Jahre alt, Kastration nein. Ich denke, das wird das Tierheim auch noch machen. Grund für den Aufenthalt im Tierheim: Intervention und schlechte Haltung befreit. Ich kann mir so eine kleine Maus nur antun. Ne? Wesen, Mager und ach, Perke sind zwei, wurden ihrem Besitz abgenommen. Sie haben nur in einem Hinterhof gelebt und haben nicht viel kennengelernt. Oh mein Gott. Beide waren bei der Aufnahme ins Tierheim in einem erbarmungswürdigen Zustand. Sie sind sehr scheu, haben nie gelernt, alleine zu laufen. Perelka gewöhnt sich schneller an die Menschen als Maga, aber sie haben nie viel kennengelernt und brauchen Hilfe, kann ich mir vorstellen. Mit ihnen muss noch gearbeitet werden und sie brauchen dringend Hilfe. Danke, Firma Greve GmbH, für die 50 Euro Hilfe. Marlene, also Marlene, also bin ich ein Tier im Fellgesicht, okay, die habe ich schon mal gehabt. Marlene, die kleine Maus. Nee. Vermittlungshunde. Oder die schon vermittelt. Gucken. Genau. Also, die sind also zwei, so wie ich so richtig sehe. Die eine hat schwarze Augen, die andere hat das helle Augen. Genau. Genau. Die kleine Marleen wurde zusammen mit Lee Perelka 2 ins Tierheim gebracht. Beide wurden beschlagnahmt, da sie bei ihrem ehemaligen Sitzen im Hinterhof lebten und sehr verwahrlost waren. Marlene hat nie gelernt, an alleine zu laufen und ist eine sehr scheue Hündin, die sich aber bestens mit ihren Artgenossen versteht. Bis Marlene ein halbwegs normaler Hund ist, werden noch Wochen, wenn nicht sogar Monate vergehen. Wir werden weiter berichten. Ach, ist wahrscheinlich von denen der Text hier. Vielleicht ist es auch schon vermittelt worden. Mal nachfragen. Stand 2017. Marlene hat mittlerweile sehr viel dazugelernt. Sie läuft gut an der Leine, zeigt keinen Jagdtrieb, so gut schon mal, und bleibt immer brav bei ihrem Rudel. Wenn sie Vertrauen zu einem Menschen gefasst hat, ist es auch möglich, sie anzuleihen, und in ruhigen, entspannten Situationen lässt sich auch kein streicheln. Doch nach wie vor hat Marlene, also heißt so ähnlich wie meine Mutter, sehr viel Ängste. Deswegen benötigt sie ein zuverlässiges Zuhause, indem sie auf jeden Fall mindestens ein weiterer Hund befindet. Des Weiteren muss ein gut eingezäunter Garten vorhanden sein. Vor allem so ein kleiner Hund, der kommt überall durch. Wir suchen Menschen für Marleen, die sie so nehmen, wie sie ist und nicht erzwingen möchten. Das ist gut so. Auch an Marleens Stubenreinheit muss noch nach wie vor trainiert werden, obwohl es auch schon viel besser klappt. Marleen kann gut alleine bleiben, das ist sehr gut. Und ist auch das Mitfahren im Auto gewöhnt. Wenn Sie sich für mal interessieren, genau. Oder die ist auch nicht. Sie war also 2017. Mager. Also ist seit 2017 bei Fellgesicht in Not. Genau, jetzt ist sie wahrscheinlich schon. Ich sehe sie nicht mehr. Weg. Speedy hat mich schon gehabt. Genau, Bianca haben wir schon gehabt. Sonja kommt wahrscheinlich noch. Peppe. Peppe. Oh, süßer Kerl. Na gut. Ich setze sie mal rein, kläre sie auf jeden Fall ab. Wenn die Marleen, meine Mutter ist Marlena, wenn die noch da ist, würde ich das draufschreiben. Ich werde es mal online stellen und mal schauen. Also wer so einen kleinen Wurm will, gerne hier unter der Telefonnummer bei Frau Andrea Herhold melden.
Ist jetzt auch alles mal unten in den Text rein, in die Videobeschreibung. Ja gut, dann kleine Maus, viel Glück, ich hoffe, du findest jemand, wenn du noch nicht schon zu Hause hast. Tschüss.